Jetzt freue ich mich, Daniel Langhans auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Es war ein bisschen, glaube ich, eine Herausforderung die letzten Tage für dich. Du bist Kommunikationstrainer und Aktivist für die Menschenwürde und ich glaube schon ja, ziemlich lang aktiv und ich freue mich, dass du hier bist. Danke, danke. Hallo Göppingen, hallo Menschheitsfamilie, ich freue mich, dass ihr da seid, ihr gebt ein Zeugnis. Für alle, die jetzt hier zufällig zuhören, das ist jetzt hier nicht eine von vielen und beliebige Demonstrationen, wie es Tausende in Deutschland und darüber hinaus gibt, sondern hier geht es um das Schicksal der Menschen in diesem Land. Es geht darum, dass die Menschen in diesem Land auch künftig noch in Frieden leben, dass wir uns zu unserer Arbeit gehen können, dass wir uns selbst ernähren können und über unser Leben selbst bestimmen können und dass wir nicht in einen Krieg getrieben werden. Darum geht es heute. Und ich habe Verständnis, wenn es Menschen gibt, die beeinflusst sind von dem, was in Zeitung und Funk und Fernsehen und Internet über die Menschen berichtet wird, geschrieben wird, gekleistert wird, die hier auf der Straße stehen. Ich habe Verständnis dafür, wenn Menschen hierher kommen, wenn Menschen voller Zorn sind, wie wir das eben erlebt haben, da sprach einer von oder rief einer Unverschämtheit, als unser lieber Pfarrer Lothar gerade gesprochen hat, weil er in einer Welt lebt. Er lebt in einer Vorstellungswelt. Und diese Vorstellungswelt, die hat er nicht für sich selbst geschaffen, sondern wie das für uns alle gilt. Wir alle leben in bestimmten Deutungsmustern. Wir leben in bestimmten Vorstellungen, Erklärungsmodellen, die wir woher bekommen haben von denen, die die Wirklichkeit abbilden. Denn das bedeutet ja eigentlich Wahrheit. Eine Aussage ist dann wahr, wenn der Inhalt übereinstimmt mit der Wirklichkeit. Wenn ich also sage, hier steht ein Pavillon, dann ist die Aussage nur in dem Fall wahr, wenn da auch wirklich ein Pavillon steht. Und wenn jemand behauptet, hier würden Menschen stehen auf diesem Platz, oder wenn es dann in der Zeitung geschrieben wird, sie würden hier gestanden haben, auf diesem Platz, die irgendetwas Unrechtes im Schilde führen, dann frage ich euch, ist dann diese Aussage wahr oder ist sie falsch? Wollen die Menschen, die hier stehen, den Krieg oder wollen die Menschen, die hier stehen, den Frieden? Wir wollen den Frieden und das geht an die Adresse von allen, die uns zuhören. Denn wir wissen, dass inzwischen viel mehr Menschen genau hinhören, was gesprochen wird in der Friedens- und Demokratie- und Wahrheitsbewegung, als das vielleicht noch vor einigen Jahren oder Monaten der Fall war. Denn in diesem Land passiert gerade was. Und ich möchte euch dafür ein kleines Symbol schildern. Eine Begebenheit, eine Episode, an der ihr etwas erkennen könnt. Wie manche von euch wissen, bin auch ich Opfer der politischen Justiz geworden, dadurch, dass es diverse Verfahren gibt, die mir an die Backe geklebt wurden.
Beispielsweise hatte ich in Hannover am 14. Mai 2022 ein T-Shirt mit diesem Motiv und habe dort eine Rede gehalten über die Ursachen des Ukraine-Konflikts. Und daraus wurde mir ein Strick gedreht. Es wurde tatsächlich behauptet, ich hätte, wie das genau gesagt wurde, einen Angriffskrieg gerechtfertigt. Und das sei die Billigung einer Straftat. Man hat also etwas gesucht, was man mir anhängen kann. Dabei habe ich was gemacht und alleine durch das T-Shirt-Motiv zum Ausdruck gebracht. Ich habe für Frieden einen Aufruf gemacht. Für Frieden. Und dann mussten ja die Staatsanwälte begründen, warum sie gegen mich ein Strafverfahren einleiten. Und jetzt haltet euch fest, in dieser Begründung der Staatsanwaltschaft Hannover stand drin, dass dieses Motiv zum Ausdruck bringen würde, dass Russland die Ukraine dominieren dürfe. Merkt ihr, wie lächerlich das ist? Ihr Ermittlungsbehörden, die ihr auch dieses Video wieder anschaut, das, was wir hier jetzt sprechen, merkt ihr, dass ihr instrumentalisiert werdet? Ihr Behördenmitarbeiter, ihr Richter, die ihr dann dazu gebracht werdet, der Staatsanwaltschaft zu folgen in ihrer Bewertung von bestimmten, in dem Fall, Ansprachen. Merkt ihr, wie ihr instrumentalisiert werden wollt? Und jetzt frage ich euch, oder auch ihr Politiker, ihr Journalisten, jetzt frage ich euch, wer von euch möchte sich instrumentalisieren lassen? Ist es nicht ein reicheres, ein besseres, ein richtiges Leben, wenn ihr über euch selbst bestimmt, oder? Und jetzt zu der Episode, die ich euch schildern wollte und die etwas zum Ausdruck bringt. Es waren jetzt in der letzten Woche, urplötzlich donnerte es an der Tür, die Haustürklingel hat nicht funktioniert, donnerte es an der Tür kurz nach sechs und da wurde eine sogenannte Hausdurchsuchung bei mir durchgeführt. Mein Vergehen soll gewesen sein, dass ich eine von meinen eigenen Reden, die ich gehalten habe und zu der es bereits eine gerichtliche Klärung aktuell gibt, nämlich eine Rede von Ravensburg vom 15. Januar 2022, die also unter dem Schutz der Unschuldsvermutung steht, weil gerade gerichtlich geklärt wird, ob es sich da um was auch immer handeln könnte. Und weil ich diese Rede, die unter dem Schutz der Unschuldsvermutung steht, hört nur genau hin, ihr Staatsanwälte, weil ich die weiterhin oder ein neues Mal hochgeladen habe auf meinen Kanal am 13. Dezember letztes Jahr. Deshalb wurde gegen mich ein Strafverfahren wegen des Inhalts dieser Rede eingeleitet, einer Rede, die ja ohnehin schon geprüft wird. Merkt ihr, was hier geschieht? Die Staatsanwälte, die ja politischen Weisungen unterliegen, machen nichts anderes, als dass sie versuchen, Regimekritiker, Oppositionelle mit Strafverfahren zu überziehen, um ihnen das Leben so schwer wie möglich zu machen. Aber und jetzt frage ich euch, seid ihr aus Pappe oder seid ihr aus Granit, sodass sie sich an uns die Zähne ausbeißen werden? Ausbeißen! Darum geht's. Es geht darum, dass wir geprüft werden. Und unser lieber Pfarrer Lothar kann bestätigen, dass darin das Leben überhaupt besteht, dass das Leben permanent
für uns bedeutet, geprüft zu werden. Permanent kommen wir in Situationen und da werden wir gefragt, wie gehst du damit um? Wie gehst du damit um, dass der Mensch, mit dem du 23 Jahre so eng verbunden warst wie mit keinem anderen Menschen, dass der Mensch plötzlich sich in einer sehr, sehr wichtigen, existenziellen Frage anders orientiert als du, dass er gegen dich gesinnt ist, dass er gar nicht mehr hinhören will, wenn du überhaupt mit ihm redest, weil er eine andere Ansicht hat, weil er es nicht mehr ertragen kann, diesen Konflikt mit dir auszuhalten. Deshalb will er dir den Mund verbieten. Wie gehst du damit um? Das ist die Frage, die uns vom Himmel oder vom Schicksal oder vom Kosmos oder wem auch immer gestellt wird. Merkt ihr, es werden uns permanent Fragen gestellt und auf uns kommt es an, ob wir dann sagen, ich schaffe das nicht, oder ob wir sagen, ich nehme das, was ich ohnehin nicht ändern kann, an und ich versuche, eine Antwort zu finden. Ist doch die bessere Lösung, oder? Und genau so ist es jetzt mit uns. Wir sind vor die Frage gestellt, immer wieder, wie gehen wir damit um, dass auf diese Weise wir überzogen werden mit Strafverfahren und so weiter. Also, ich denke, wir sind jetzt erst gerade so richtig warm geworden. Also, weil manche von uns auch schon mal ein bisschen müde sind, sage ich das, ja? Ach, wie lange dauert das denn noch? Und dieser Krieg gegen die Menschen und so weiter. Meine Antwort lautet, wenn wir etwas nicht ändern können, dann ist es gut, wenn wir einfach nur Ja sagen zu der damit verbundenen Aufgabe. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber von so einem Nachmittag, noch dazu bei diesem herrlichen Wetter, gehe ich ganz anders gestärkt wieder nach Hause und habe mich gefreut, dass ich so viele liebe Menschen getroffen habe und auch umarmt habe. Und das gibt mir Kraft. Oder wie seht ihr das? Und deshalb denke ich, wir haben allen Anlass, uns mal kurz zu fragen, was nehmen wir mit aus diesen letzten 4 Jahren? Was ist sozusagen die Essenz aus dem, was wir erkannt haben, was uns an Frage, an Botschaft gegeben wurde? Und da ist das erste das Thema Freiheit. Wir sind ja aufgewachsen über viele Jahre, Jahrzehnte mit der Vorstellung, naja, also Freiheit ist, wenn ich frei entscheiden kann, oder? Richtig. Wenn ich also wählen kann, was ich will. Richtig. Nur inzwischen haben wir festgestellt, ihr Lieben, dass nicht alles von dem, was ich da so wählen kann, an Handlungsmöglichkeiten, an Entscheidungsmöglichkeiten, dass das auch richtig ist. Sondern manche Dinge, die ich wählen kann, können auch falsch sein, oder? Das haben wir jetzt festgestellt. Das heißt, wir sehen daran schon, Freiheit ist eben nicht zu verwechseln mit Beliebigkeit. Sondern Freiheit bedeutet, dass da etwas dahinter steht. Nämlich, es hat mit Verantwortung zu tun. Und da wissen wir, was in dem Wort, diesem wunderbaren deutschen Wort Verantwortung drinsteckt. Da steckt nämlich das Wort Antwort drin. Das heißt, wir sind es, die Antwort zu geben haben. Und wem wollen wir da antworten? Der Stimme, die aus unserem Innern ruft. Und dann kann es dazu führen, um nochmal das Thema Hausdurchsuchung anzusprechen, dass wenn ich Einsatzleiter wäre eines solchen Kripo-Kommandos, dass ich mir dann den richterlichen Beschluss durchlese und dass ich dann sage, gegen diesen Oppositionellen, diesen Beschluss umzusetzen, also jetzt diese Hausdurchsuchung durchzuführen, aufgrund einer so dünnen Beweissituation, eines so dünnen Vorwurfs, wenn jemand einen Vortrag nochmal hochlädt, der sowieso schon gerichtlich geprüft wird. Lieber Chef, diesen Beschluss
kannst du selber in die Tat umsetzen. Ich weigere mich, sowas umzusetzen als Kriminalkommissar. Dann spricht die Stimme des Innern. Und das Gute ist, dass wir das gerade in den letzten 4 Jahren dafür sensibilisiert wurden. Jeder von uns, der spürt das, dass wir sensibilisiert werden, dass wir für diese Stimme, die da im Innern spricht, wieder hellhörig geworden sind. Und die Begebenheit, die ich euch erzählen wollte, ist folgende gewesen. Also es waren dann diese Kripo-Beamten bei mir und dann ging das durch die Presse und dann wurden die Nachbarn interviewt von diesem Dr. Langhans und was sie von dem halten und dann wurde da geschmiert in den Lokalzeitungen da bei uns in der Region in Ulm. Und dann spricht man jetzt, man ist jetzt Stadtgespräch, könnt ihr euch vorstellen, das ist der, bei dem die Hausdurchsuchung und so weiter. Und jetzt kommt's. Ich fahre gestern Nachmittag mit meinem Auto auf meiner Straße, auf der ich da wohne. Und dann fällt mir ein, nee, du musst nochmal umdrehen, du musst nochmal zurück, du willst ja noch im Supermarkt vorbei. Und dann drehe ich und in dem Moment schaut mir einer zu, einer meiner Nachbarn, der so etwa 300 Meter entfernt wohnt. Den ich noch nie wahrgenommen habe. Der war auf keiner Demo bisher, der war erst recht nicht in den Aktivistenkreisen unterwegs. Ich habe ihn nie wahrgenommen. Und jetzt passiert Folgendes. Ich komme an ihm vorbei, er wartet offenbar, bis ich mit dem Auto vorbeifahre. Und in dem Moment, jetzt haltet euch fest, macht er so. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, dass ich das als einen Ausdruck dessen erkenne, dass im Land sich was verändert. Dass diese Schurken, die ja alle zusammenhängen, die Politmarionetten, die ja den Willen der nächsthöheren Ebenen umsetzen, also sprich Weltökonomikforum und UN und EU und da wird ja alles nur umgesetzt von unseren sogenannten Regierungspolitikern, was da weiter oben beschlossen wird, das nennt man dann Vorgaben, die man angeblich umsetzen muss, Stichwort Klima und so weiter und so weiter, Stichwort Ukraine-Krieg. Und Milliarden, die darüber geschoben werden. Also das sind die Politiker. Und dann gibt es die Journalisten, die setzen auch um. Die setzen um, was dann da steht in den Redaktionsleitlinien. Und wenn da steht, du musst einen solchen Querdenker immer nur in einem Zusammenhang mit Rechten und mit AfD und mit Neonazis nennen und das musst du immer so handhaben in jedem deiner Artikel, dann machen die das. Weil die einfach brav sind. Ein anderes Adjektiv habe ich mir jetzt gerade erspart. Ja, also das tun die dann einfach. Und jetzt ist der Moment der Weltgeschichte, da die Menschen Stück für Stück um uns herum erkennen, dass in diesem Land was nicht stimmt, dass mit uns etwas gemacht wird. Versteht ihr? Und das ist das Großartige. Und an dem Nachbarn, der den Daumen hoch gemacht hat, das bedeutet so viel wie, Herr Dr. Langhans, also irgendwie haben Sie schon richtig den Arsch in der Hose. Toll, dass Sie das gemacht haben. Das bedeutet mit dieser Daumen. Und das geschieht jetzt mit so vielen Menschen. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Auch ein Kriminalhauptkommissar wird darüber nachdenken, was er gemacht hat. Er wird darüber nachdenken. Und deshalb sollten wir auch nicht den Fehler machen. Dann höre ich manchmal so ein bisschen raus in unserer Bewegung, die Menschen für das, was sie falsch machen, was sie Unrechtes tun, um uns herum zu verurteilen. Das sollten wir nicht tun, den Fehler. Sondern sehen wir die Menschen, die um uns herum sind und sehen wir auch die Ehefrau, die von mir getrennt ist im Moment. Sehen wir sie auf dem Weg. Sehen wir sie auf dem Weg zum Guten, zum Richtigen und letztlich zu Gott selber. Und deshalb möchte ich euch um einen kleinen Klatschrhythmus bitten, damit wir ihn feiern und uns dankbar unter seinen Schutz stellen. Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee und dass du atmest. Keinen Schuss von dir, vergiss es nie, dass
du lebst, war eines anderen Idee. Und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Ja, der Clou. Ja, du bist du. Danke, Köppingen, danke. Ihr seid kraftvoll. Danke. Kompliment gebe ich zurück, Daniel, du bist auch. Danke, Daniel. Danke für diese Ansprache. Wunderbar. Ich brauche eine Brille. Ich denke, ich habe hier noch ein passendes Wort